Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Helvetia Vet Talks. Unser heutiges Thema ist Zahnhygiene beim Hund. Dafür habe ich ein Gebiss mitgenommen und werde kurz erklären, was man als Besitzer machen kann und was auch beim Tierarzt kontrolliert werden muss. Prinzipiell ist es so, dass ich die erste Kontrolle des Gebisses im Alter von 3 bis 6 Monaten empfehle, weil da die Milchzähne ausfallen beim Hund und hier schon Gebissfehlstellungen festgestellt werden können. Und bei der jährlichen Gesunduntersuchung im Zuge der Impfung sollte auch der Zahnstein kontrolliert werden. Ich selber als Besitzer kann natürlich die Zähne putzen und hier sollte ich vor allem schauen, dass ich den vorderen Caninus und den hinteren Backenzahn ins Auge fasse, weil dies die ersten Stellen sind, wo sich Plaque bzw. in weiterer Folge Zahnstein bildet. Einfach klar. Helvetia.